Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Nina, das hier ist meine Beauty-Welt und ich habe heute für euch mein, ja eigentlich monatliches, Aufgebraucht-Video. Ich habe ja hier immer diese... Ich habe ja hier immer diese grünen Jutebeutel, der ist auch gar nicht so klein. Und den fühle ich immer mit meinen aufgebrauchten Produkten und der ist tatsächlich schon wieder voll. Und das heißt, es ist wieder Zeit, das Video abzudrehen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ja, ihr seid gut im Herbst angekommen. Der kam ja dann doch schneller als erwartet. Wir haben hier heute einen mega regnerischen, stürmischen Tag. Überhaupt nicht schön, aber ich habe gehört, es soll noch einen goldenen Herbst geben. Ich hoffe es. Wir haben... ab nächste Woche haben wir Herbstferien hier in NRW und die zweite Herbstferienwoche fahre ich auch weg. Da werde ich mal in meinem nächsten Schminkvideo, was ich dann drehen werde, werde ich da glaube ich mal was drüber erzählen. Jetzt wollte ich es schon einfach wegschmeißen. Ich habe hier meinen Müllbeutel gerichtet. Genau, und jetzt zeige ich euch mal, was ich alles so aufgebraucht habe. Es ist Haushalt, Beauty, Hautpflege, Make-up und ja, genau. Als erstes fange ich mal mit diesen großen Sachen hier an. Das ist ein Weichspüler und zwar ist der von Ducie. Das ist die Lidl-Eigenmarke und das ist der Sensitive Premium Weichspüler Hypoallergen. Und den mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Also da sind 2 Liter drin. Der hat einen sehr angenehmen Geruch, genauso wie ich es mag. Einfach so wirklich dieser typische frische Wäsche-Geruch. Bin nicht ganz so oft beim Lidl, aber wenn, dann nehme ich mir den eigentlich gerne mit, ne? Und der kann natürlich nicht ganz so krass vom Duft jetzt oder von der Länge, wie es duftet, ihr wisst, was ich meine, mithalten, wie jetzt zum Beispiel mit einem Lenor Weichspüler, der riecht ein bisschen länger, aber nichtsdestotrotz ist das ein ganz, ganz toller Weichspüler, den ich sehr gerne nutze, den muss ich mir auch jetzt unbedingt nochmal nachkaufen. Dann habe ich für meine Sportkleidung immer benutzt den Dr. Beckmann Geruchsentferner. Genau, beugt Geruchsbildung vor, habe ich immer ins Weichspülfach gegeben, wenn ich halt meine Laufsachen gewaschen habe. Ich gehe mehrfach die Woche laufen und schwitze die auch immer pitschepatsche nass durch. Also ich schwitze sehr viel. Jetzt war es ja auch noch wärmer, aber selbst im Winter, also ich schwitze immer ganz, ganz doll. Und bei dieser Funktionskleidung, das muss halt richtig gereinigt werden, sonst verbleiben da Bakterien und dann riecht das selbst nach der Wäsche noch. Und genau, entweder den finde ich sehr, sehr gut oder halt dieser Hygienespüler. Genau, und dann mache ich das in Verbindung halt mit einem Sportwaschmittel. Und dann hatte ich mal hier das von Domon, das ist die Rossmann-Eigenmarke. Ganz ursprünglich hat mal Perwoll damit angefangen, aber... Die Flasche von Perwoll ist genauso groß. Also hier sind jetzt hier auch 1,5 Liter drin. Ich glaube, bei dem in Perwoll auch. Das hat mal 4 Euro noch was gekostet. Das kostet mittlerweile 6,99 Euro. Und mir dachte, die spinnen. Ja, also wenn es im Angebot ist, kaufe ich es vielleicht manchmal noch. Aber ganz ehrlich, die hier von Denkmit, von DM oder das hier von Rossmann, die können da echt gut mithalten. Und die kosten, glaube ich, nur 2 Euro noch was. Also unter 3 Euro auf jeden Fall. Und die benutze ich halt wirklich fast ausschließlich nur für Sportsachen. Ne? Und die dann in Kombination, also die wasche ich separat. Genau, und das funktioniert wunderbar. So, dann bleiben wir mal noch beim Thema Haushalt, Putzmittel. Das ist hier ein, so ein Allesreiniger von Meister Propper. Entfernt zu 100% Schmutz und Fett. Wir nehmen das halt auch zum Wischen und genau, meistens so für die Oberflächen habe ich so meine Sprühflaschen und das ist, wie gesagt, zum Wischen. Der Duft war Frühlingserwachen und ja, riecht auch echt ganz angenehm, wenn man damit gewischt hat und ist streifenfrei. Also ich kaufe das immer wieder nach. So, was haben wir denn hier? Ich gucke mal, dass ich noch so ein bisschen in der Haushaltsecke bleibe. Die habt ihr in meinen DM-Hauls, seht ihr die auch immer wieder. Das sind halt diese Klospüler von Einhänger von Denkmit. Die sind im Doppelpack und kosten echt nur 1,25 Euro, glaube ich. Das ist jetzt hier die pink-blaue Variante Blütenpower. Und es riecht wirklich gut, muss ich sagen, und macht einen guten Job.
Dann habe ich einmal von Lenoir Trocknertücher leer gemacht. Das ist tatsächlich so ein, ja, das sind so Tücher, wo man noch ja, extra noch mal so einen Duft im Trockner erzeugen kann. Das tue ich ganz gerne bei Bettwäsche zum Beispiel mit dazu. Oder wenn ich die Hundedecke gewaschen habe, weil da geht manchmal durch die Waschmaschine doch nicht so der ganze Geruch raus. Und wenn die dann packe ich die in den Trockner, damit halt auch die ganzen Haare rausgehen. Und danach muss ich zwar den Trockner immer sauber machen, aber gut, ist halt so. Und dann mache ich die Tücher dann nochmal mit dabei. Genau. Und hier steht auch, also die sollen, natürlich, ich benutze die hauptsächlich für den Duft. Aber die sollen auch die elektrostatische Aufladung verhindern. Man kann die aber auch als Dufttuch einfach in den Schrank tun oder in den Schuhschrank oder in die Sporttasche. Ne, die, also, und das riecht echt gut, muss ich sagen. Gibt es auch von den Eigenmarken. Die sind auch nicht schlecht. So, dann habe ich von Denk mit einmal hier Tücher. Das war die, was war das denn? Das war so eine Limited Edition, Veilchen und, ich weiß es gar nicht, Fräsie und Veilchen. Ja, die haben auch ganz gut gerochen. Ich nutze die halt gerne immer so für meinen Schreibtisch, so für mal eben schnell eine Oberfläche abzuwischen und so weiter sind die. Oder auch mal so für die Toilettenbrille oder den Deckel von der Toilette mal eben schnell. Dann hatte ich hier von Ariel so Pots, die hatte ich, ich weiß gar nicht, hatte ich die irgendwo mit? Da war einer, glaube ich, drin. Die waren nicht schlecht, aber mir sind diese Pots dann irgendwie, also gerade von Ariel und so, die sind mir doch zu teuer. Aber naja, ich fand sie trotzdem gut, dachte ich, zeige ihn euch mal. Ah, was haben wir denn hier noch? Ah, die war auch schön. Das war eine Limited Edition Seife von Balea. Ich mag diese Limited Editions eigentlich ganz gerne. Die haben immer ganz nette Düfte. Und als Handseife finde ich das immer noch vollkommen in Ordnung. Also so von diesen Duschgelen und Shampoos und so, da lasse ich doch die Finger von, weil das halt für mich einfach, die hat gut gerochen, zu wenig tut. Also meine Haare werden da strohig von und meine Haut trocken. Also das ist mir dann zu sehr beduftet und zu wenig Pflege drin, ne? Und das hat hier nach Pfirsich und Bougainvillea. Ich habe keine Ahnung, das ist die Blume, nehme ich mal an, soll das gewesen sein. Hat sehr, sehr schön gerochen, mochte ich gerne. Und genau, dann habe ich von Balea Med eine Tuchmaske gemacht. Die war auch ganz gut, muss ich sagen. Also für jeden, der wirklich super sensible Haut hat, ist das bestimmt eine ganz tolle Sache. Ich bin ja da jetzt nicht so sensibel, aber die hat doch schön für schön was für meine Haut getan. Dann habe ich hier von Luvum. Das ist ein Maskenset gewesen. Da waren 5 Stück drin. Das ist die Slow Aging Phyto Collagen Gel Maske. Das ist nicht so eine Tuchmaske, sondern halt aus diesem anderen Material. Ihr wisst, was ich meine. Die ist auch etwas dicker. Und die hat echt, die ist zweiteilig. Ne? Einmal für den unteren Gesichtsbereich und für den oberen. Die sind nicht günstig. Also die bekommt ihr auch unter anderem bei Stylevana. Ihr wisst, im Rabattcode ist immer in der Infobox verlinkt. Also da bekommt ihr mittlerweile über 20% Rabatt mit meinem Code. Ich meine, so eine Maske hat schon fast 5 Euro gekostet. Ist natürlich nicht günstig, ne? Aber nichtsdestotrotz war die auch echt gut. Ich glaube, eine habe ich davon noch. 5 Stück hatte ich. Die gönne ich mir mal so ab und zu mal. Ne? Ja, dann habe ich Wattepads leer gemacht. Die hatte ich mir einmal bei Rossmann mitgenommen von Isana, weil da war hier dieses, ich weiß gar nicht, ja im Juni wahrscheinlich, ich denke mal im Pride Month, wenn sie die gehabt haben, war eine Limited Edition, hat mir gut gefallen, diese bunte Verpackung, Love is Love, ne, denke ich mal, soll auch an den Pride Month, oder die Pride, sagt man Pride Community, Queere Community, würde ich sagen, erinnern natürlich, ne, oder unterstützen, besser gesagt, und ja, im Instagram waren gute, solide Wattepads, ne, die Maxi. So, dann hatte ich in der Küche hier ein kleines Rohrverstopfungsdrama, sag ich euch. Da habe ich wirklich geoxt. Also ich weiß nicht, was sich da
reingesetzt hat, aber es hat mich leider viel Rohrreiniger und Arbeit und Pumpen und was weiß ich gekostet. Ich habe es dann hingekriegt und dann musste ich mir tatsächlich hier mal so einen guten kaufen, der Drano Power Gel rohrfrei. Es hat es tatsächlich gebraucht. Also der hat mir dann geholfen und wie gesagt, der ist sehr teuer, der kostet über 3 Euro, aber ich habe es leider da wirklich gebraucht. So, was haben wir denn jetzt hier? Da habe ich eine... Oh, da ist mein... Hallo? Ich habe eine Kerze, die hat sich leider nicht ganz bis nach unten aufgebraucht. Ich weiß noch nicht, ob ich den Rest nochmal raushole, aber die hat mir super vom Duft gefallen, von Yankee Candle. Die White Linen and Lace. Also ihr seht, da ist unten noch so ein bisschen drin. Also am Rand so ein kleines bisschen. Und unten ist vielleicht auch noch ein 2 mm oder so. Aber die hat schon lange gebrannt und die riecht so gut. Ich habe die leider noch nicht wieder gesehen. Ich hatte mir die mal bei Rossmann mitgenommen. Und bei Rossmann, fand ich, haben sie irgendwie manchmal so Sonderdüfte, die ich sonst nirgendwo sehe. Ne? Weiße Leinen. Und was ist denn Lace noch? Ich weiß gar nicht. Oh, da könnte ich so mein... Könnte ich drin schlafen mit der Nase, wirklich. Richtig, richtig mega toller Geruch. Ja, dann habe ich Barbour Ampullen, bin ich gerade am Aufbrauchen. Und zwar diese hier. Ich habe noch, wie viel habe ich denn noch drin? 2 habe ich noch drin. Ich glaube, ein paar davon habe ich da reingeschmissen. Das ist halt hier diese Kollagen-Booster-Ampulle. Da habe ich tatsächlich mehrere von und da habe ich mir jetzt gedacht, jetzt musst du mal anfangen, die aufzubrauchen. Und die sind echt richtig gut. Sind halt Barbour-Ampullen, ne? Ja, dann habe ich mein Puder für aufgebraucht erklärt, weil ihr seht, es fällt hier alles auseinander. Und ich habe das da irgendwie, da ist zwar noch so ein Müh drin, aber ich habe das nicht mehr vernünftig rausgekriegt mit dem Pinsel. Das ist halt das Perfect Match Puder von L'Oreal. Ich habe ein neues schon, das gleiche wieder in Anwendung. Das ist die Farbe 2N, meine ich. Es fällt leider, wie gesagt, alles schon auseinander und ich hatte keine Lust mehr, da jetzt irgendwie den allerletzten Rest noch rauszukratzen. Deswegen habe ich das jetzt für aufgebraucht erklärt. Ja, dann hat mein Mann auch was aufgebraucht. Ich dachte, ich schmeiß das hier auch mal mit rein. Von L'Oreal 5 in 1 Body, Face, Hair, Beard und Moisturize. Ja, hat er aufgebraucht, hat er dementsprechend wahrscheinlich auch gut vertragen. Und das hat auch sehr gut gerochen. Also so ein bisschen holzig riecht das. Pure Carbon ist da die Richtung. Riecht halt typisch, ja, männlich so, ne? Die, wie männliche Kosmetik halt meist riecht. Dann Deo. Habe ich hier gleich 2 Stück. Das, ne, sie, brauche nichts mehr zu sagen, seht ihr bei mir immer. Ne, das Dove Original Deo Pflegecreme. Kaufe ich immer wieder nach, verbrauche ich ständig auf. Dann hatte ich hier von Nivea 1x1 Fresh Natural Deo. Das hat auch sehr, sehr gut gerochen, hat mir auch gut gefallen. Dann habe ich einen Hitzeschutz leer gemacht, den hatte ich jetzt auch echt lange, von Lee Stafford. Der war auch echt richtig, richtig gut. Ist halt, ne, so ein Shine Mist Protection. Genau. Ich mag die Produkte von Lee Stafford wirklich sehr, sehr gern. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, dann meine Lieblingsspülung hier von L'Vital, die Hyaluronic 72 Stunden Feuchtigkeitsversiegelnde Spülung. Kaufe ich auch immer wieder nach. Mag L'Oreal Haarpflege sowieso sehr, sehr gerne. Ja, dann habe ich ein meiner Lieblingstoner leer gemacht von Haru Haru Wonder. Den habt ihr auch in meinen Stylevana Lieblingen gesehen. Das ist halt der Black Rice Hyaluronic Toner mit schwarzem fermentiertem Reis. Bin ich ein riesen Fan von. Das ist die große Packung mit 300 ml. Es gibt auch 150 ml. Ich habe jetzt, glaube ich, die große habe ich mir in meinem Doppelpack gekauft. Und die kleine habe ich auch schon mehrfach leer gemacht. Also ich habe da schon, ich glaube, ich habe schon fast einen Liter davon bestimmt verbraucht. Dann habe ich noch einen Toner. Den habe ich jetzt erst vorgestern, glaube ich, aufgebraucht. Auch Korean Skincare von Mixoon.
Mix Soon Centella Asiatica Toner, 150 ml, aber auch ein super Toner. Ich liebe ja Toner, also das ist bei mir morgens und abends in der Hautpflegeroutine ist bei mir Toner nicht wegzudenken, ne? Nach der Reinigung direkt als ersten Step. Und ja, Centella Asiatica ist ja so schön beruhigend, ne? Und ganz, ganz toller Inhaltsstoff. Hat mir auch sehr gut gefallen, dieser Toner. Dann habe ich einen Cleansing Balm leer gemacht von Hamish. Hatte ich auch, bekommt ihr auch bei Stylevana, ne? Den All Clean Balm Mandarin. Das ist schön leer. Ja, der riecht nicht wirklich nach Mandarine. Den habe ich auch in meinen Favoriten euch gezeigt. Aber der nimmt, den gibt es halt auch in Classic und halt hier Mandarin. Aber wie gesagt, es riecht nicht doll nach Mandarine. Vielleicht Mühe, würde ich sagen. Aber der nimmt wirklich richtig, richtig gut das Make-up runter, muss ich sagen. Also ich habe da auch den oft, habe ich kein Double Cleansing gemacht. Da bin ich echt leider oft zu faul zu, bin ich ehrlich. Ich sollte es vielleicht öfter mal machen, aber ich nehme auch ganz oft nur den Cleansing Balm und wasche den dann gut runter. Und ich sehe das ja dann an meinem Wattepad mit Toner, wenn ich das oder Gesichtswasser dann benutze, dass das Wattepad dann auch weiß bleibt. Also das heißt, ich habe dann wirklich so gut wie alles so runtergewaschen damit. Ganz, ganz toller Cleansing Balm, trocknet das Gesicht nicht aus, ne? Also ich habe kein Spannungsgefühl danach oder so. Lieb ich. Oh, ja, die waren auch toll. Ich bin ja auch ein Riesenfan, nicht nur von Toner, sondern halt auch von Toner-Pads. Und besonders von Birkenwasser oder Birkensaft-Toner-Pads, weil Birkensaft ist auch ein mega guter Feuchtigkeitsspender, liebt meine Haut. Und die hier sind von, wie heißt die Marke denn noch? Round Lab, genau. Da habe ich mehrere Produkte von. Da nutze ich auch im Moment das Cleansing Oil als Nachfolger von dem Cleansing Balm, den ich euch gerade gezeigt habe. Nutze ich im Moment jetzt ein Cleansing Oil. Auch davon auch richtig, richtig toll. Wie gesagt, Birkensaft ist so richtig toll feuchtigkeitsspendend. Und da waren halt in Tonerflüssigkeit getränkte Pads drin. Fast so groß wie das, wie die Dose. Und ich habe mir die halt morgens, habe ich die immer verwendet und habe mir die dann hier richtig schön als extra, ich habe immer so Trockenheitsfältchen hier auf der Stirn oder meine Mimikfältchen sind noch ausgeprägter, wenn meine Haut halt ein bisschen dehydriert ist, wenn ich zu wenig getrunken habe. Und diese Toner-Pads habe ich mir dann morgens immer schön zwei Stück hier auf die Stirn gelegt und hier unten drunter dann die Augenmaske, Augenpatches und habe das dann da belassen für eine halbe Stunde oder so. Und ich sage euch, das hat wirklich einen Unterschied gemacht. Das finde ich ganz toll, dass man sich die halt, man kann die natürlich einfach so den Toner mit dem Pad auftragen, aber man kann die sich halt auch wirklich so partiell wie eine Maske auflegen. Und ganz, ich mag das halt super gerne auf der Stirn. Und ja, würde ich definitiv wieder nachkaufen. So, dann habe ich eine Dusche leer gemacht. Das ist ja so die kleine Schwester von meinem liebsten Duschgel. Das ist halt nicht die Soft Öl, sondern die Soft Creme Dusche von Balea. Mag ich beide sehr, sehr gerne. Jetzt zu der kälteren, riecht auch ganz toll. Und jetzt zu der kälteren Jahreszeit hin bevorzuge ich natürlich wieder meine Soft Öl Dusche. Die ist für sehr trockene Haut, die hier ist für trockene Haut. Kostet auch unter einem Euro, kann ich wirklich nur empfehlen. Ganz, ganz tolles Produkt. Dann habe ich hier noch was von meinem Mann, da habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt, hier von Kneipp Man, diese Duschen. Die riechen auch ganz fantastisch und ja, verträgt da auch sehr gut. Ja, hier brauche ich auch nichts mehr zu sagen. Ne? Mein Trockenshampoo, seht ihr, mein liebstes Soft Cotton Trockenshampoo von Balea, seht ihr in jedem, fast jedem meiner DM-Hauls und seht ihr auch in jedem meiner Aufgebraucht-Videos. Entweder das oder dieses Kopfhaut-Sanft-Trockenshampoo, das finde ich auch ganz gut. Wirklich mein absoluter Favorit, auch mega Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann von meinem Kind, von Pedi Protect, das 2-in-1 Shampoo und Waschlotion. Ist auch ein super gutes, sanftes Shampoo. Haben wir auch schon mehrfach nachgekauft. Mein Mann benutzt es auch zwischendurch sehr gerne. Ja, kann ich euch auch empfehlen. Ja, dann habe ich meinen liebsten Primer leer gemacht.
habe den nächsten davon schon in Anwendung von Hamish, die Art Glow Base mit Lichtschutzfaktor 50+. Ich trage es auch heute wieder. Ihr seht den Glow, unter der Foundation durchkommt. Ich habe ihn euch schon tausendmal gezeigt. Ihr seht ihn in eigentlich jedem meiner Schminkvideos. Das ist meine absolute Nummer 1. Ich liebe den. Der ist zum Glück auch im Stylevana Adventskalender drin. Also falls jeder von euch, der sich den geschnappt hat, kleiner Spoiler, darf sich auf diesen Primer freuen. Der ist der absolute Mega-Primer. Ich liebe den. Ich habe da noch mehrere von dem Backup. Ich werde mir den auch definitiv nochmal kaufen, dass mir der bloß nie ausgeht. Es geht weiter. Dann habe ich noch eine kleine Yankee Candle. Ich weiß nicht, ob die in einer Box drin war oder auch in einem Kalender oder ob die aus meinem Adventskalender vom letzten Jahr war. Die ist auch richtig, richtig toll. Pink, Cherry und Vanilla heißt die. Schöner, schöner Geruch. Die kleinen, die brennen natürlich leider nicht ganz so lange, aber dafür brennen sie fast aus, muss ich sagen. Und doch hat wirklich ganz, ganz toll gerochen. Ja, dann habe ich hier mein Magnesium. Das ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Magnesium drin. Von Mivolis ist das, aber dadurch, dass ich ja viel laufe, viel schwitze, ist das so mein erster Drink morgens. Ich mache mir wirklich einen Riesen, hier steht es noch, so ein großes Glas voll mit Wasser und dann schmeiße ich da so eine Tablette rein. Ich habe dann einfach ein bisschen Magnesium und ich muss ganz diskret sagen, es unterstützt auch die Verdauung gut, ja. Klappt dann nämlich auch besser. Genau. Dann habe ich den Ebelin Pinselreiniger. Ist auch für zwischendurch wirklich meine liebste Pinselreinigung. Aufsprühen, kurz einwirken lassen am Handtuch, trocken rubbeln. Der Pinsel ist sauber, ist sofort wieder einsatzbereit. Riecht toll. Kaufe ich auch immer wieder nach. Ganz große Empfehlung von mir. Dann hatte ich ja hier von Somat so eine Probe von den Spülmaschinentabs. Somat Excellence Premium 5 in 1 Cups sind auch gute Tabs, ist mir aber allerdings zu teuer. Oh wow, da habe ich aber viele von gemacht. Heidewitzka, so, dann kommen wir da mal direkt zu. Wow, da war ich aber, ja, ich fand's, boah, wie viel habe ich denn davon gemacht? Habe ich da schon so viel von aufgebraucht? Heimat. Und zwar gibt es noch eins. Noch eins. Heimat. Ich habe viel aufgebraucht. Ich habe ja hier, gibt es übrigens mittlerweile so zu kaufen. Ich bin total überzeugt mittlerweile von diesen VT Real Shots. Ich hatte da dieses Paket bekommen und mittlerweile gibt es die auch im Stylevana Online Shop, das so zu kaufen. Diese VT Real Shots sind im Prinzip mit so ganz kleinen Molekülen versehene Wirkstoffseren, würde ich sagen. Also die wirklich richtig schön tief in die Haut eindringen, schön hoch konzentriert sind. Und da gibt es halt verschiedene von die Armen so ein bisschen so einer Mikro-Needling-Behandlung nach. Ja, es gibt auch ein paar davon, da kribbelt das so ganz leicht. Das ist aber in Ordnung so, das darf so sein. Und dann gibt es halt verschiedene. Und um sich da einfach mal durchzutesten, ist dieses Päckchen hier echt eine richtig gute Sache. Und im Moment, ich habe ja einen ganz tollen Rabattcode. Im Moment ist sogar noch die Glamour Shopping Week. Ich weiß nicht, ob die da noch ist. Da habe ich sogar 25% Rabatt. Wenn die vorbei ist, habe ich aber, meine ich, immer noch über 20% Rabatt mit meinem Code. Und hier sind nämlich unter anderem, das hier oben sind chemische Peeling-Seren, unterschiedlich konzentriert, da kann man sich mal so richtig schön mit der mildesten Variante vielleicht mal so langsam hochtasten. Und da sind in jedem von denen sind 10 solcher Sachets. Also ihr habt von jedem einzelnen Serum mindestens 10 Anwendungen. Da ist aber eigentlich sogar so viel drin, dass man das sogar zweimal ein Sachet verwenden kann. Ja, wir haben halt hier noch PDRN, Prozika, Kollagen, Vitamin C, Vitamin A, also Retinol und Hyaluron. Und ich bin mich da wirklich fleißigst am Durchtesten. Und dann habe ich die hier alle. Was habe ich denn hier alles? Da habe ich die Prozika. Das ist halt auch Centella Asiatica, aber für die Nacht. Dann habe ich hier die von dem. Was haben wir denn hier? Das ist alles Retinol, glaube ich. Ja, die finde ich nämlich richtig, richtig toll. Die
Retinol habe ich viermal tatsächlich leer gemacht. Also ich kann wirklich empfehlen, viermal. Dreimal Vitamin C habe ich leer gemacht, auch ganz, ganz toll. Die habe ich am Morgen verwendet, Retinol, und dieses Prozika ist für abends. Das Hyaluron habe ich bis jetzt einmal verwendet, weil ich aber auch noch eine Hyaluron-Serum gerade offen habe. Deswegen habe ich das jetzt einmal, um es zu testen. Das Kollagen habe ich zweimal getestet, ist auch richtig, richtig toll. Dieses PDRN, da muss ich nochmal nachlesen, was das war. Das war auch... auch eine tolle Geschichte, aber ich weiß nicht mehr genau, wofür das war. Und dann habe ich zweimal das chemische Peeling, halt die 50er-Variante, das milde, gemacht. Das hat wirklich tatsächlich so ein bisschen gekribbelt. Dann haben wir, das ist 50er, dann gibt es noch das 100er und das 300er ist in diesem Set. Und es gibt, glaube ich, davon sogar noch 700er, aber das ist, glaube ich, wirklich für Profis gedacht, ne? Aber um sich da mal durchzutesten, weil diese großen... da sind 50 Milliliter drin in den Serien, die sind nicht ganz billig, ne? Also das ist aber wirklich ganz, ganz hochwertig. Aber bevor man sich dann vielleicht das Geld investiert für ein Serum, hat man hier die Möglichkeit, sich wirklich mal richtig toll durchzutesten. Also da bekommt man reichlich. Also in einem so einem Sachet sind auch, glaube ich, 2 Milliliter drin. Und da habt ihr auf jeden Fall für mehrere Anwendungen was und könnt euch da gut durchtesten, wisst, ob eure Haut das verträgt, ne? So, dann habe ich, ach ja, hier sind noch die habe ich euch ja schon gezeigt, die restlichen Barbour-Ampullen, ne, von dem Kollagen habe ich hier noch. Ach, mein Puder muss ich ja wieder, oh nein, mein Primer, ich habe es ganz vergessen, ich muss das ja hier gleich noch rausholen. Nein, ich sammle doch mein... Sehe ich es noch? Ich sammle doch mein... Mach ich gleich. Ich sammle doch mein Make-up. Ich will doch Ende des Jahres oder im Januar will ich doch mein Aufgebraucht-Video für Make-up zeigen. So, da muss der natürlich auch rein. Der gehört ja zum Make-up. Dann habe ich meinen Bronzer leer gemacht. Ich habe ihn nicht ganz alleine selber leer gemacht, sondern er war mir ja runtergefallen und war da leider fast die Hälfte rausgebrochen. Sonst hätte ich da wahrscheinlich noch länger was von gehabt. Der Sun Lover Glow Bronzing Powder von Catrice habe ich schon nachgekauft, habe ich schon neu in Anwendung. Und die werde ich mir auch definitiv nachkaufen. Die war so toll von Catrice, die Pure Volume Mascara in Braun. Sie ist jetzt leider wirklich aufgebraucht. Also ich merke es daran, es ist noch was drin, aber es vertrocknet zu schnell und ich brauche halt auch länger, um es aufzutragen, und ich habe sie jetzt länger schon benutzt. Die ist auch mit Rizinusöl, parfümfrei, ganz, ganz tolle Mascara, kann ich wirklich empfehlen. Dann habe ich zwei Augencremes leer gemacht, einmal Tag, einmal Nacht. Die hier, die war auch toll, und die Verpackung, da war ich damals in die Verpackung schon so verliebt. Die kam auch in einer ganz, ganz tollen Dose, die habe ich aber mittlerweile nicht mehr, von Pyunkan Yul, die Black Tea Time Reverse Eye Cream. 20 oder 25 Milliliter waren da drin, habe ich am Tag, wie gesagt, benutzt. Sehr schöne Augencreme, bekommt ihr auch bei Stylevana. Und hier von Haru Haru Wonder aus der Black Rice Serie, wo der Toner auch von war, habe ich die Bakuchiol Eye Cream. Das ist ja, ne, so eine Bakuchiol ist ja so eine Retinol-Alternative. Kommt hier oben auch mit so einem schönen Pumpspender. Da waren 20 Milliliter drin. Habe ich am Abend benutzt wegen dem Bakuchiol. Auch leer gemacht. Ganz tolle Sache. So, und wir sind in den letzten Zügen. Wir sind in den letzten Zügen, ich sag's euch. So, dann habe ich Eyepatches von Essence auch leer gemacht. Ich benutze ja jeden Morgen Eyepatches und dann hatte ich mir die von Essence mal mitgenommen. Die haben leider nicht, die waren auch gut, die haben nur nicht immer ganz so gut gesessen. Also ich musste die schon echt so ein bisschen fest andrücken, dass sie dann auch an Ort und Stelle geblieben sind, dass ich dann auch so meine Morgenroutine damit weitermachen konnte, was ich halt morgens alles so mache. Ice Ice Baby Eye Patches hießen die, Hydrogel, waren aber trotzdem gut. Also, ne, wenn ihr die mal seht und mitnehmen wollt, finde ich, kann man trotzdem machen. Da sind 30 Stück auch drin gewesen. Und ja, haben mir auch sehr gut gefallen. Dann habe ich einmal Zahncreme leer gemacht. Die seht ihr auch, das ist so meine liebste Zahncreme. Die seht ihr hier auch ständig von Colgate, die Max Fresh.
Dann habe ich eine Lippenpflege mit meinem Kind zusammen leer gemacht von HIP. Also die ist wirklich auch richtig toll, also für Kinder, aber auch für Erwachsene, wenn ihr empfindliche Lippen habt. Also es ist wirklich bis auf den letzten Rest aufgebraucht, findet ihr in der Babyabteilung. Auch richtig schönes Produkt. Dann habe ich ein Produkt angefangen, aber habe es dann jetzt nicht weiter verwendet. Das war mal in der Glossybox, glaube ich, drin. Das ist hier von Dr. Yves Arius, soll das, glaube ich, heißen. Vitamin C und Hyaluronic Night Moisturizer. Und ich glaube, ich muss nochmal dran riechen, ich glaube, der hat mir auf jeden Fall überhaupt nicht gefallen. Ich weiß gar nicht, ob der schon... Ja, der roch schon ganz komisch, genau. Also ich weiß nicht, ob das gekippt ist oder ob das... Das hat mir auf meiner Haut überhaupt nicht gefallen. Und ja, ist eigentlich noch bis April 2025 haltbar. Aber wie gesagt, habe ich einmal verwendet. Schade drum, sind 60 Milliliter drin. Habe ich gedacht, könnte ich das jetzt mal als Nachtcreme nehmen. Aber nee, hat mir überhaupt nicht gefallen. Deswegen kommt es weg. Dann habe ich mein... Grande Lash, mein liebstes Wimpernserum, hier in der kleinen Variante einmal leer gemacht. Ich glaube, in der großen habe ich es jetzt noch, in Anwendung. Ich glaube, aber da muss ich mich mal langsam wieder um Nachschub kümmern, dass ich da mal wieder, ich hoffe zum Black Friday, dass ich da mal wieder an ein Schnäppchen komme. Das habe ich bis jetzt jedes Jahr so gemacht. Ist wirklich richtig, richtig toll. Ja, und last but not least habe ich noch ein Serum leer gemacht von Anua, auch aus der, das habe ich mir selber gekauft bei Stylevana, aus dieser Birkensaft Birch Moisture Serie. Das war auch ein ganz, ganz tolles, feuchtigkeitsspendendes Serum. Wie gesagt, auch mit Birkensaft liebe ich, liebt meine Haut. Und ja, das war, Tasche ist leer, das war mein Aufgebraucht-Video jetzt von September, Oktober. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also es war wieder reichlich. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und oder auch, was für Produkte ihr immer wieder nachkauft und immer wieder aufbraucht. Genau, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ich wünsche euch jetzt, wie immer, einen wundervollen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.